In diesem Video siehst du ein komplettes Vorstellungsgespräch zwischen mir als Personalexpertin und meinem Freund Alex aka Ferdinand Müller als Bewerber. Und gemeinsam schauen wir uns an, was der Alex richtig gut gemacht hat und was du dir unbedingt für dein Bewerbungsgespräch übernehmen solltest. Und wir schauen natürlich auch, was er hätte besser machen können und was du bei deinem Vorstellungsgespräch unbedingt vermeiden solltest. Los geht's! Hallo Herr Müller, schön, dass Sie da sind. Haben Sie es gut gefunden? Hallo Frau Kobbis, ja, war eigentlich recht einfach hierher zu finden. Super, perfekt. Ich stelle mich nochmal ganz kurz vor. Wir haben ja schon mal am Telefon auch miteinander Kontakt gehabt. Mein Name ist Silke Koppitz, ich leite in unserem Unternehmen hier die Personalabteilung und wir führen heute das Gespräch alleine. Und im zweiten Schritt würde dann das Gespräch mit dem direkten Vorgesetzten stattfinden. Ist das okay für Sie, der Prozess? Ja, das klingt nach einem guten Plan. Perfekt, okay. Dann erzähle ich einfach ein bisschen was zu uns. Das ist jetzt der Moment, an dem ich Informationen gebe zum Unternehmen und zur Position. Und wenn du nervös bist und generell ein bisschen Bammel hast vor solchen Situationen, ist das für dich jetzt der ideale Moment, um einfach nochmal in Gedanken tief durchzuatmen und im Raum anzukommen und dir einfach die Zeit zu nehmen, mir zuzuhören. Du musst unbedingt zuhören, denn wenn du am Ende Fragen stellst, die ich schon in der Einleitung beantwortet habe, dann hinterlässt das keinen guten Eindruck. Aber eben für dich jetzt hier nochmal der Moment, bevor es losgeht und du die Antworten gibst. Dann würde ich sagen, starten wir mit Ihnen. Erzählen Sie mir gerne mal was über sich und warum wir Sie einstellen sollten. Ja, ich bin Ferdinand Müller. Ich bin jetzt bereits tatsächlich erfahrener Account Manager durch die letzten Jahre, den ich in verschiedenen Unternehmen eben auch Großkunden betreut hat, auch in der Kaltakquise eben tätig war und Neukunden gewonnen habe und mich dann so vorbereitet hat, um eben Account Manager zu sein. Ich habe jetzt Ihre Stelle gefunden, fand das Profil Ihres Unternehmens wirklich sehr interessant, weil Sie auch mit der Technologie, die Sie anbieten, einfach einen Mehrwert bieten. Das ist auch mein Anspruch, in einem Unternehmen den Mehrwert zu bieten. Würde mich freuen, dort auch eben tatsächlich mit den Kunden eine lange Bindung aufzubauen und sie an das Unternehmen eben wirklich fest zu binden. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich habe ein Studium im International Business abgeschlossen, habe dann von dort aus mich beworben bei verschiedenen Unternehmen, wurde dann eben auch als Junior Account Manager eben angenommen, habe dort die Ausbildung im Vertrieb gemacht und kann diese Kenntnisse anwenden, konnte dann dort auch durch Beförderung eben neue Positionen kommen und habe dann so meinen eigenen Kundenstamm gehabt, den ich dann dort gepflegt habe und weiterentwickelt habe. Und das würde ich auch gerne in Ihrem Unternehmen weiterführen. Genau, das war die Selbstpräsentation, ein extrem wichtiger Teil des Vorstellungsgesprächs. Und was der Kandidat ganz toll gemacht hat, ist, dass er nicht zu weit ausgeholt hat. Was mir allerdings gefehlt hat, ist tatsächlich noch mehr Information und ein roter Faden. Die Selbstpräsentation darf ruhig 2 bis maximal 5 Minuten dauern. Das heißt, er hätte mir noch mehr Informationen geben können. Und in dem Fall wäre es total gut gewesen, wenn der Bewerber angefangen hätte mit dem Abschluss seines Studiums und mich dann durch die wichtigsten beruflichen Stationen geführt hätte, indem er mir aber auch die Informationen gibt, wie die Unternehmen hießen, in denen er jeweils gearbeitet hat, wie die Position hieß, wie lange er auf der Position tätig war und was die größten Erfolge sind. Dann hat er, was sehr gut war, gesprochen über die Position, die wir ausgeschrieben haben, hat also nochmal seine Selbstpräsentation verknüpft mit der Position, auf die er sich jetzt bewirbt. Das ist perfekt. Das hätte aber passieren sollen am Ende seiner Selbstpräsentation. Da hätte er nämlich die perfekte rote Schleife in den roten Faden machen können und da einfach nochmal zum Abschluss hätte sagen können, das sind meine beruflichen Stationen. So passen die super mit der Stelle zusammen. Ich habe verstanden, wen ihr sucht und ich bin der perfekte Kandidat. Das wäre dann die perfekte Selbstpräsentation gewesen. Und weil mir tatsächlich nicht genug Informationen vorlagen, um seine beruflichen Erfolge einschätzen zu können, habe ich da einfach nochmal nachgefragt. Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie den Kundenstamm aufgebaut haben und gepflegt haben. Was war denn so der größte Erfolg Ihrer bisherigen Karriere? Der größte Erfolg war eben, eins der DAX-Unternehmen in unser Portfolio aufzunehmen. Mhm. Wir hatten dort mit einem kleinen Team zusammengearbeitet, eben von der Vorbereitung bis zum direkten Kundenkontakt, in dem dann ich kam. Wir haben unsere Produkte vorgestellt, eben den Mehrwert für den Kunden genau aufgezeigt, weil das ist immer das Wichtigste, dass der Kunde versteht, um was es geht und wo es ihm den größten Mehrwert bietet, wo er den Hebel ansetzen kann. Und wenn das der Fall ist, dann ist es auch sehr gut, einen Deal zu machen. Und natürlich Deal-Making, das ist auch eine Stärke, die ich im Vertrieb mitbringe, so dass sie dann auch gute Abschlüsse haben. Mhm.
Ja, das stimmt. Den Abschluss, den sollte man dann immer schaffen, ne? Genau. Perfekt. Welche Ziele für Ihre persönliche Karriere verfolgen Sie dann mit dem Job? Wie passt der jetzt in Ihre bisherige Laufbahn? Also was ich jetzt suche, ist tatsächlich eine Stelle, die ich für einen längeren Zeitraum bekleide, weil ich möchte eben die Accounts, die ich dann übernehme oder eben auch neu ins Unternehmen einbringe, möchte ich längerfristig entwickeln. Das heißt, da möchte ich einfach eine Bindung mit dem Kunden aufbauen, wo man sich kennt, wo man sich miteinander entwickelt und dafür auch einen längerfristigen Zeitraum. Perfekt, ja, da haben wir jetzt ja schon über die Zukunft gesprochen und über die Entwicklung mit dem Kunden. Das klingt super. Wo sehen Sie sich denn in 5 Jahren? In 5 Jahren sehe ich mich eben als Senior Account Manager mit einem Kundenstamm, der halt eben wirklich also in den größeren im DAX-Bereich zum Beispiel ist, mit größeren Umsatzzahlen, auch eventuell in der Personalführung. Das ist wirklich eine Sache, wo ich sage, dafür bin ich bereit. Erfahrung bringe ich mit. Ich möchte das jetzt nochmal ausarbeiten. Und wenn ich dann hier eben angekommen bin, dann würde ich mich freuen, auch einen Schritt in die Richtung zu machen. Okay, das ist gut zu wissen. Genau. Was super gelaufen ist, ist, dass der Bewerber einen Plan hat für seine Karriere. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er konnte direkt auf die Frage antworten. Was nicht so positiv war und was er beim nächsten Mal anders machen könnte, ist, er hat als allererstes eine Position genannt, in die er sich entwickeln will, statt den Fokus darauf zu legen, was er für uns tun kann in diesen 5 Jahren. Er hat dann aber gut inhaltlich geantwortet. Ich habe gut verstanden, was er meint. Er hat auch weiter darauf hingewiesen, dass er in der Position erfolgreich sein will und dann ins Spiel gebracht, dass er gerne Personal führen würde, das aber so vage gelassen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass er dann doch sein Augenmerk auf schon die nächste Position richtet, wenn er jetzt bei uns anfängt. Da gibt's also einige Sachen, die der Bewerber richtig gut gemacht hat und ein paar Sachen, an denen er noch feilen kann. Sie bewerben sich ja jetzt aus ungekündigter Position bei uns. Wenn Sie Ihr altes Unternehmen verlassen und zu uns kommen würden, was würden Sie dann am meisten vermissen? Das ist eine sehr interessante Frage. Was würde ich am meisten vermissen? Ja, natürlich gute Teamkollegen, mit denen ich zusammen gearbeitet habe, weil ich mit denen zusammen eben auch Systeme entwickelt habe. Ich bin ein sehr organisierter Mensch. Das heißt, wenn ich irgendwo reinkomme, dann schaue ich auch, welche Systeme gibt es bereits und wie kann ich dieses optimieren oder überhaupt Systeme einbringen. Und dies stelle ich dann meinen Kollegen vor, mit denen ich zusammenarbeite und hoffe dann natürlich, dass das angenommen wird oder eben in Zusammenarbeit zu einem System gemacht wird, wo alle damit zufrieden sind, die dann laufen. Und da sind wir natürlich schon ein eingespieltes Team gewesen. Das heißt, das ist was Neues, das werde ich ein bisschen vermissen, aber ich glaube auch, das wird in diesem Unternehmen genauso gut funktionieren können. Das denke ich auch, genau. Das wünschen wir uns genauso. Das hat der Bewerber richtig, richtig gut gemacht. Er wurde, das hat man ein bisschen gemerkt, überrascht von dieser Frage. Die wurde vielleicht noch nicht so oft gestellt in seinen bisherigen Erlebnissen in Vorstellungsgesprächen. Und was er gemacht hat, ist, er hat sich Zeit erkauft, indem er die Frage nochmal wiederholt hat. Das ist sehr, sehr gut. Falls du mal irgendwann in die Gelegenheit kommst, ist das ein super Tipp. Wiederhole einfach nochmal die Frage und erkauf dir einige im Zweifel wichtige Sekunden für deine gute Antwort. Gut gefallen hat mir auch, dass er eingegangen ist auf das Team, auf die Menschen. Er hat sich als Teamplayer dargestellt und als motivierter Mensch, als motivierter Mitarbeiter gezeigt, der gerne Strukturen schafft in Zusammenarbeit mit seinen Kollegen und dann aber ganz klar gesagt, das würde ich vermissen, aber das wäre bei Ihnen auch wieder möglich. Das heißt, das ist für uns als Unternehmen ein super Zeichen dafür, dass er eben mit vollem Herzen sich jetzt für die Stelle bewirbt, weil selbst die Dinge, die er vermissen würde, glaubt er, dass er die bei uns auch wieder finden kann. Wir haben es ja im Lebenslauf auch gesehen. Ihr Englisch, sagen Sie, ist sehr gut. Wenn es für Sie in Ordnung wäre, würde ich die nächste Frage einfach mal auf Englisch stellen. Let's jump right to the matter. Okay, perfect. What I want to know now are 3 positive things that your former boss would say about you. 3 positive things that my former boss would say about me. First one is that he'd say that I'm a very organized employee, that I'm proactive, and that I am a good communicator. So examples that I could give for, we had an account that would acquire products in various countries. So they would do installations, not only in Germany, but also, for example, in France, where the France
colleagues were not really organized. I was able to communicate with them, raise awareness for the matter to improve, and then give them systems, for example, templates, charts, to improve the processes by themselves and therefore improve the customer experience. Mm-hmm. And therefore, I was taking action by myself, being proactive. I was communicating well to the colleagues, reeling them in to support the whole process, support the company, and then also giving some organization by providing templates and processes. Mm-hmm. Okay, very interesting. And thank you very much. Jetzt können wir auf Deutsch weitermachen. Gerne. Das lief super. Der Bewerber war sofort proaktiv, hat, bevor ich überhaupt ins Englische eingestiegen bin, gleich gesagt, let's jump right to the matter. Das lief ganz, ganz toll. Da gar keine Anmerkung von mir, außer für dich nochmal ein großes Achtung. Gib wirklich deine Sprachkenntnisse im Lebenslauf der Wahrheit entsprechend an, übertreibe nicht. Dein Schulfranzösisch oder dein Schulspanisch solltest du wahrscheinlich, wenn du es seitdem nicht mehr gesprochen hast, nicht mit gut angeben. Ansonsten kann es zu peinlichen Momenten kommen, wenn das dann doch mal abgefragt wird im Vorstellungsgespräch. Wir haben jetzt über positive Dinge gesprochen, die ihr Chef über sie sagen würde. Was sind denn Eigenschaften, die sie gerne an sich ändern würden? Eigenschaften, die ich gerne an mir ändern würde, wäre tatsächlich auch manchmal ein bisschen mehr Geduld mitzubringen. Mhm. Tatsächlich, wenn ich jetzt schon, ich mache mir natürlich tiefe Gedanken, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Prozess gestalte oder irgendwo sehe, da ist ein Verbesserungsbedarf, mhm, dann versuche ich das natürlich darzulegen, groß zu kommunizieren, aber es heißt nicht, dass es dann gleich automatisch ankommt und die Kollegen das auch direkt so umsetzen können. Das ist so die Herausforderung für mich, wo ich dann einfach die Ruhe bewahre, wo ich das mehr und mehr lerne, auch mittlerweile schon ganz gut darin bin, aber einfach noch für mich selbst entspannter zu sein und nicht gleich zu erwarten, dass sobald eben eine gute Idee ist, dass sie die umgesetzt wird, sondern die Zeit zu lassen, bis die ankommt. Mhm. Okay, super, perfekt. Die Frage nach den Schwächen, super schwierig und in diesem Fall auch nicht perfekt gelöst, muss ich sagen. Was gut war, ist, dass der Bewerber eingegangen ist auf direkte Arbeitssituationen, hat die beschrieben. Das solltest du unbedingt auch machen. Wovon ich dir aber extrem abrate, ist, versteckte Stärken als Schwäche umzumodeln, so wie der Bewerber das eben gemacht hat. Er hat gesagt, meine Schwäche ist, ich bin zu ungeduldig. Und dann die erklärt mit, ich habe super Ideen, die will ich ganz schnell umgesetzt haben und meine Kollegen sind zu langsam und deshalb muss ich geduldiger werden. Das heißt, er hat nebenbei sich A, sehr gut versucht zu verkaufen, indem er gesagt hat, ich bin hier der Ideensprüher, ich sprühe vor Ideen und genau, kann alles besser machen, aber alle anderen sind zu langsam und mein Umfeld kommt einfach nicht mit mir mit. Davon rate ich extrem ab, das sollte man auf gar keinen Fall machen, das ist ein absolutes No-Go. Hier geht es wirklich darum, einmal herauszufinden, worin du dich beruflich noch weiterentwickeln willst. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Da geht es einfach nur darum, für mich zu erfahren als Personaler, wo vielleicht Weiterbildungsbedarf ist und wo wir was tun können, damit du in der Position erfolgreich sein wirst. Und deshalb habe ich nochmal nachgefragt. Dankeschön. Was würde denn Ihr Chef sagen, in welchem fachlichen Bereich Sie noch eine Weiterbildung zum Beispiel benötigen würden? Ja, da fällt mir spontan ein. Ich denke, wo es sicherlich noch sinnvoll wäre, eben die Kompetenz zu schleifen, das ist im Dealmaking. Also nochmal im Verhandlungsprozedere selbst und dort einfach noch eine stärkere Position, stärkere Frame Control, weil das ist natürlich sehr wichtig, wenn man mit dem Kunden verhandelt, auch sein Frame zu halten. Mhm. Okay, ja, das ist spannend. Das ist tatsächlich spannend, weil der Bewerber bei der Frage nach seinen Stärken geantwortet hat, dass Dealmaking eines seiner Stärken ist. Also tatsächlich den Vertriebsdeal zum Abschluss zu führen. Und natürlich Dealmaking, das ist auch eine Stärke, die ich im Vertrieb mitbringe, so dass sie dann auch gute Abschlüsse haben. Jetzt hat er gerade gesagt, sein Chef würde sagen, dass er darin noch eine Weiterbildung benötigen würde. Das habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Und das ist für mich so ein bisschen jetzt die Frage, ist er überrascht worden von der Nachfrage nach seinen Schwächen und hat es einfach nochmal gesagt, weil das so eine sichere Bank ist, weil man immer noch besser darin werden kann, Deals zu machen und Verträge tatsächlich zum Abschluss zu bringen. Oder ist das ein Thema, was man dann wieder sehen könnte als Schwäche, dass der Bewerber schlecht über seine Schwächen sprechen kann? Was wäre denn ein idealer Vorgesetzter, wenn Sie sich einen backen könnten von Grund auf? Wie müsste der
die Person aussehen. So, wenn ich mir einen backen kann, dann brauche ich natürlich verschiedene Zutaten. Mhm. Ich habe tatsächlich das Glück gehabt, sowohl weniger gute als auch exzellente Vorgesetzte zu haben. Und eine der besten Vorgesetzten, die ich hatte, die hatte die Eigenschaft, dass sie einen hohen Anspruch an sich selbst hatte und den weitergegeben hat, allerdings immer mit der Unterstützung dabei. Das heißt, sie hat viel Verantwortung mir übergeben, hat mir allerdings genau erklärt, was zu tun ist, also was sie als Ergebnis erwartet, nicht unbedingt was zu tun, sondern was sie als Ergebnis erwartet, wie ich das erfüllen kann. Und ich konnte jederzeit, in jedem Moment auf sie zukommen und sie hat mir die Unterstützung dazu gegeben. Und das fand ich enorm wichtige, gute Eigenschaften, die dann andere Chefs, die ich als nicht gut beschreiben würde, nicht hatten. Mhm. Ja, also wirklich selbst den höchsten Anspruch an sich selbst zu haben, selbst zu erfüllen, gleichzeitig den weiterzugeben und zu unterstützen dabei bei der Erreichung. Weil ich denke, ein Vorgesetzter ist nicht der, der ausführt. Das bin ich dann als Dealmaker. Ja? Aber er ist derjenige, der die beste Infrastruktur für mich herstellt, was das drumherum angeht. Mhm, perfekt. Warum stelle ich die Frage nach dem idealen Vorgesetzten? Einfach, weil ich weiß, wer der tatsächliche Vorgesetzte ist im Team und weil ich weiß, wie er oder sie das Team führt. Und wenn ich jetzt einmal abfrage, wie sich der Kandidat, in dem Fall der Ferdinand, den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte wünscht, dann kann ich ganz gut sehen, passt das zusammen? Passen die beiden Führungsstile zusammen oder die Vorstellung davon, was ein idealer Führungsstil ist? Und was ist dem Kandidaten wirklich wichtig? Und werden wir glücklich miteinander? Und wenn wir jetzt mal uns eine Arbeitswoche angucken, in der Sie vielleicht mehrere Tage unterwegs sind, im Auto unsere Kunden besuchen und ein bisschen Zeit haben, noch im Büro zu sein oder von zu Hause, wie würden Sie so eine Woche gestalten, wenn Sie das könnten? Ich denke, ein guter Anfang ist mal montags, sich nochmal hinzusetzen, die Woche eben zu starten. Eigentlich die Woche beginnt freitags. Freitags eben als Abschluss eigentlich die nächste Woche nochmal vorzubereiten. Das heißt, ich setze mich hin, gucke, okay, was habe ich jetzt diese Woche abgehakt, was ist nächste Woche zu tun und plan mir das schon mal ein Stück vor. So, da kann ich dann Montag direkt reinstarten, gehe nochmal das Ganze durch, habe nochmal den Wochenüberblick, nehme Kontakt mit Kunden am Montag zum Beispiel auf, habe dann am besten schon Kundentermine für Dienstag, Mittwoch ausgemacht, sodass ich dann Donnerstag nochmal nacharbeiten kann und Freitag eventuell auch nochmal einen Termin haben kann, ja. Weil ich denke, das Beste ist, die unter der Woche abzuholen, dann haben sie auch noch, vor allem wenn Dienstag, Mittwoch abgeholt werden, die Kunden, haben sie die Möglichkeit, Donnerstag, Freitag auf Entscheidungen einzugehen, während es nicht so sinnvoll ist, gleich am Montag zu starten, weil viele dann einfach noch das, was von der letzten Woche übrig geblieben ist, abarbeiten. Mhm. Perfekt, super. Die Frage nach der idealen Arbeitswoche gibt mir als Personaler ganz, ganz viel Aufschluss darüber, wie strukturiert der Kandidat wirklich ist. Er hat mehrmals im Gespräch darauf hingewiesen, dass ihm Struktur wichtig ist, dass er die gerne einführt und gern danach arbeitet. Aber ich möchte einfach wissen, kann er sich strukturieren, gerade in einer Vertriebsposition, in der der Bewerber auch viel unterwegs ist, die Kunden besucht, dann selbstständig einschätzen muss, wann er im Büro Nacharbeit macht, beziehungsweise von zu Hause. Es ist mir extrem wichtig, dass ich das Gefühl habe, der Kandidat kann eigenverantwortlich arbeiten und weiß genau, in welchem Rahmen er sich bewegen kann, wie er plant, wie er durchführt und wie er nachbereitet. Welche Kultur würde Sie denn eher reizen, wenn wir in die beiden Extreme gehen? Eine sehr strukturierte oder eher eine unternehmerische Kultur? Also wenn ich mich jetzt für eine Struktur entscheiden müsste, Sie sagten strukturiert oder unternehmerisch, richtig? Genau. Naja, unternehmerisch ist immer strukturiert, meiner Meinung nach. Okay. Also kein Unternehmen funktioniert ohne Struktur. Das heißt, es sollte kein einfach, ich denke, das sinnvollste System ist eben, wenn Vorgesetzte auf ihre Front hören. Die Front weiß meistens am besten, was am Markt passiert. Und dann, wenn wir ein Bottom-up-System haben, dass eben die Front reportet, Vorschläge macht, und dann die Führungsriege dadurch aufgrund deren Informationen auch Bescheid weiß und entscheiden kann. Ja, wenn allerdings ein Vorgesetzter von oben herab entscheidet, ohne wirklich die Kenntnisse zu haben, dann geht das Ganze am Markt vorbei. Das sieht man in vielen Unternehmen. Okay, super. Das ist eine Frage, die ich gestellt habe, einfach um zu schauen, passen unsere Ansichten von Kultur, von Miteinander im Team zusammen. Mein Hintergrund war zu sagen, strukturiert bedeutet, viele Prozesse, viele Entscheidungsschritte, Sachen werden
strukturiert, aber sehr langsam entschieden. Unternehmerisch ist er ein bisschen chaotischer, aber dafür schnelle Entscheidungen treffen. Der Bewerber hat sich hier nicht richtig wiedergefunden und was er super gemacht hat, ist, dass er einfach seine eigene Antwort daraus gebaut hat. Er hat nicht A oder B gewählt, die beiden Optionen, die ich ihm zur Verfügung gestellt habe, sondern hat eine Variante C gesagt und hat gesagt, unternehmerisch ist für ihn immer strukturiert. Perfekt, gefällt mir richtig, richtig gut und war für ihn, glaube ich, auch eine gute Alternative und hat dann versucht zu erklären, was er damit meinte. Und da kommen wir dann in den Bereich, der sehr, sehr gefährlich ist und den er unbedingt entweder weglassen muss oder definitiv besser machen muss. Denn er hat gesagt, dass das Unternehmen auf die Front hören soll. Das ist die Front, sind dann sozusagen die Vertriebler, die draußen sind beim Kunden und die vom Kunden direkt das Feedback bekommen. Und der Bewerber hat dann gesagt, dass die obere Führungsriege unbedingt darauf hören muss, was die Vertriebler sagen. Das kam für mich sehr, sehr eindeutig rüber, dass er gesagt hat, die oben wissen nichts davon, wie das wahre Leben stattfindet. Die müssen auf uns hören, ansonsten können sie keine Entscheidungen treffen. Und alle Entscheidungen, die getroffen werden, ohne die Front mit einzubeziehen, können keine guten Entscheidungen sein. Damit hat er A, sich selber in den Vordergrund gespielt, was nicht unbedingt sehr sympathisch rüberkam in dem Moment. Und B, was viel, viel schlimmer ist, ist, dass er gesagt hat, die Führung wäre nichts ohne die Stimme der Front. So als könnte nicht die Führung eines Unternehmens, die Führung des Vertriebsteams selber Entscheidungen treffen, als hätten die nicht selber ihre eigenen sozusagen Kanäle zu den Kunden und als wüssten die nichts und wären komplett hilflos ohne das Vertriebsteam. Das ist keine gute Antwort, lässt die Führungsriege schlecht dastehen und hinterlässt einen sehr bitteren Beigeschmack. Wir kommen jetzt schon so langsam zum Ende. Was mich aber unbedingt noch interessieren würde, ist, was müsste passieren, damit Sie den Schritt zu uns bereuen, wenn wir Sie einstellen? Der Schritt, den ich auf jeden Fall bereuen würde, wäre, wenn Sie Ihre Versprechung nicht einhalten würden. Ich hatte das tatsächlich schon in der Vergangenheit, dass eben dann in der Einstellung mündlich Dinge ausgemacht wurden, wie jetzt zum Beispiel Fortbildung oder so, aber nie vom Arbeitgeber geliefert würde. Damit würde mein Vertrauen in Sie einfach verloren gehen und ich würde eben die Motivation verlieren und damit auch dann tatsächlich einfach einen Wechsel in Anspruch nehmen, weil ich biete etwas, ich erfülle meine Versprechen und genau das Gleiche erwarte ich von meinem Arbeitgeber. Okay, das ist sehr interessant. Sehr, sehr spannende Antwort auch hier auf die Frage. Die Frage wird natürlich gestellt, weil ich wissen will, worauf der Bewerber Wert legt, was ihm wichtig ist und was wir erfüllen sollten, um ihn glücklich zu machen. Und im Gegenzug weiß ich natürlich, was wir erfüllen können und kann da eben schauen, passen wir gut zusammen. Was der Bewerber nicht gut gemacht hat, ist, dass er gesprochen hat von vorherigen Unternehmen. Er hat die schlecht dargestellt. Er hätte genau diesen Punkt, dass ihm Vertrauen wichtig ist, auf beiden Seiten rüberbringen können, ohne diese Erfahrung zu nennen. Er hätte einfach sagen können, mir ist wichtig, dass das, was wir besprechen, dann auch wirklich umgesetzt wird. Und schlecht über die vorherigen Unternehmen zu sprechen, kommt nie gut an. Das solltest du unbedingt, unbedingt vermeiden, wenn du einen guten Eindruck hinterlassen willst. Und was du auch nicht machen solltest, ist dem Unternehmen eine Pistole auf die Brust setzen. Das hat er hier gemacht, indem er gesagt hat, wenn das so sein sollte, dann würde ich das Unternehmen wechseln. Das heißt, in dem Fall sagt er mir ganz klar, alles, was ich hier sage, nehme ich für bare Münze. Das gilt für dich genauso. Und wenn du das nicht erfüllen kannst, dann bin ich weg. Und das sollte man auf gar keinen Fall machen. Vorletzte Frage. Ja. Die Standardfrage für unsere Vertriebler. Verkaufen Sie mir den Stift. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist immer, brauchen Sie diesen Stift? Wenn ich Sie jetzt anschaue, dann sind Sie ja schon im HR tätig. Das heißt, ich freue mich natürlich über dieses Gespräch. Jetzt habe ich natürlich auch einige Fragen an Sie als Vertrieblerin und als Personalchefin. Mich würde es interessieren, wenn Sie eben mir 5 Eigenschaften Ihres Unternehmens aufschreiben könnten, die Sie eben vorsätzlich prädestinieren, ein guter Arbeitgeber zu sein. Welche 5 können Sie mir aufschreiben? Momentan kann ich keine aufschreiben, weil ich keinen Stift habe. Wie wäre es, wenn ich einen wunderbaren, super gut schreibenden Stift hier anbieten könnte, den Sie verwenden können? Sehr gut. Kleiner Szenenapplaus dafür. Vielen Dank. Das ist eine lustige Aufgabe, die einfach witzig ist, weil sie
Vertrieblern gerne gestellt wird. Das ist so dieser typische Klassiker, verkaufen Sie mir diesen Stift. Das heißt, wenn du dich für eine Vertriebsposition bewirbst, solltest du das auf jeden Fall drauf haben. Das geht jetzt nicht darum, dass ich wirklich denke, dass ich da festmachen kann, ob du ein perfekter Verkaufsmann bist oder Verkaufsfrau oder nicht, sondern einfach darum, ob du diesen Klassiker kennst, ob du da ganz routiniert drauf antworten kannst und deine Fähigkeiten und dein Gespür für den Vertrieb und fürs Verkaufen und den Abschluss dann, die werden noch in ganz anderen Tests dann meistens sehr genau überprüft und wenn nötig verbessert. Genau, und die allerletzte Frage, die natürlich auch immer sehr wichtig ist, wie viel möchten Sie denn verdienen? Also in der Erfahrung, die ich gemacht habe, ich bin jetzt auch schon einige Jahre im Vertrieb tätig. Mhm. Ich glaube, in einer Position eines Account Managers ist es angebracht, eben ein Gehalt von 90 bis 100.000 inklusive Boni eben auch in Anspruch zu nehmen für die geleistete Leistung. Wie flexibel sind Sie da? Das sollte sich in dem Bereich aufhalten. Deswegen habe ich es genannt. Okay. Super gemacht. Im Gespräch die Pause ausgehalten. Der Bewerber hat sich informiert. Das hat er ganz klar gesagt. Er hat bisherige Erfahrungen gehabt. Das heißt, er hat wahrscheinlich ein ähnliches Gehalt verdient und hat sich informiert, was so auf dem Markt üblich ist. Und ist dann zu einer Spanne gekommen, die er mir genannt hat. Und das ist dann die große Krux und das ist der Fehler, den der Kandidat gemacht hat. Denn du solltest, wenn du nach deinen Gehaltsvorstellungen gefragt wirst, nie eine Spanne angeben, weil sich der Personaler, in dem Fall dann ich, immer an dem unteren Ende der Spanne orientiert und du selber wahrscheinlich am Ende weniger verdienst, als du eigentlich gewollt hättest. Also nenne bitte immer unbedingt eine Zahl und keine Spanne. Was sind denn Gehaltsbestandteile, die für Sie wichtig wären? Also Gehaltsbestandteile sind natürlich einfach ein Fixum. Mhm. Und dann ist es ganz normal, ich werde nach Leistung bezahlt und damit habe ich dann natürlich auch meine Provisionsspanne. Wie viel Prozent sind denn Fixum und wie viel Provision? Normal, so wie ich es kenne, ist das eben 60-40. 60 Fixum, 40 Leistung. Okay, perfekt. Das lief sehr gut. Hier hat der Kandidat ganz genau gewusst, dass sich das Vertrieblergehalt meistens aufteilt in ein Fixum und eine Provision. Er konnte mir auch Prozentzahlen nennen. Und das ist für mich einfach noch zusätzliche Informationen, die ich verbuche für den Fall, dass wir dann tatsächlich ein Angebot machen und genau wissen, in welchem Bereich sich der Kandidat sein Gehalt vorstellt. Dankeschön. Damit sind meine Fragen beantwortet. Ich habe mir ganz viele Notizen gemacht. Und jetzt ist Zeit für Sie, Ihre Fragen zu stellen. Ja, gerne. Was mich sehr interessiert, ist natürlich, wie sieht die Struktur für die Mitarbeiterförderung aus? Also welche Möglichkeiten zum Training und zur Weiterbildung bieten Sie? Das ist eine sehr gute Frage. Bei uns ist es so, dass genau. Haben Sie noch weitere Fragen? Ja, klar. Mich würde interessieren, wie ist das strukturiert unter den Vertrieblern, dass man zusammenkommt und sich dann natürlich auch über seine Branche austauscht, weil ich das sehr wichtig finde. Gibt es irgendwie turnusmäßige Meetings von den Vertrieblern? Mhm, ja, die gibt es. Also es gibt ein größeres Sales-Meeting, was einmal im Quartal. Mhm. Das ist noch eine Frage, die ich habe. Was wären die Qualitäten, die ich jetzt noch mitbringen sollte, damit Sie absolut zufrieden sind und ich den meisten Mehrwert für Sie biete? Das ist eine super Frage. Wir brauchen auf jeden Fall eine Mischung aus Motivation. Das ist das Wichtigste, genau. Super, der Kandidat hatte Nachfragen. Das solltest du auf jeden Fall auch machen, wenn du im Vorstellungsgespräch gefragt wirst zum Ende, ob du noch Fragen hast. Sag unbedingt ja und stelle diverseste Fragen. Die drei Fragen, die der Kandidat gestellt hat, sind auch super ausgewählt. Wichtig ist, dass du auf keinen Fall Sachen fragst, die du im Internet nachlesen kannst oder die im Vorstellungsgespräch tatsächlich erwähnt worden sind. Das solltest du auf gar keinen Fall machen. Hier geht es einfach wirklich darum, nochmal abzuklopfen, A, was dich wirklich interessiert oder B, dich auch nochmal wirklich als motivierte Kandidatin zu positionieren, damit eben ganz klar ist, du willst die Stelle unbedingt haben,
Du willst dich bestmöglich darauf vorbereiten. Du willst wissen, wie Erfolg aussieht auf der Stelle und was du tun kannst, damit du für den Job eben perfekt geschaffen bist und perfekt vorbereitet bist. Genau das sind die Fragen, die du stellen solltest. So, perfekt. Also wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann würde ich sagen, erkläre ich Ihnen einmal die nächsten Schritte, damit Sie wissen, woran Sie sind. Ich würde mich mit dem Vertriebschef besprechen. Ich habe jetzt ganz viele Informationen noch zusätzlich bekommen. Wir würden nochmal alles durchgehen und uns dann bis Ende der Woche spätestens bei Ihnen melden, um ein zweites Gespräch dann zu zweit mit Ihnen vereinbaren. Ist das in Ordnung? Ja, gern. Perfekt. Dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag und wir hören uns bis Ende der Woche. Ja, vielen Dank. Tschüss. So, ich habe Alex jetzt einige Fragen gestellt, die dir so in jedem Vorstellungsgespräch begegnen werden. Und wenn du dich jetzt fragst, wie du am besten auf diese Fragen antworten sollst, keine Sorge. Ich habe mich hingesetzt und habe die 5 schwierigsten Fragen, die dir in jedem Vorstellungsgespräch begegnen, aufgeschrieben und mit einer perfekten Beispielantwort ausgefüllt. Das sind die Fragen: Erzählen Sie doch mal was über sich. Was sind Ihre Schwächen? Warum wollen Sie zu uns wechseln? Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Und natürlich der Klassiker: Wie hoch ist Ihre Gehaltsvorstellung? Genau zu diesen Fragen habe ich dir die perfekten Beispielantworten vorbereitet, damit du im nächsten Vorstellungsgespräch deinen Traumjob auch wirklich bekommst. Und wenn du mein Newsletter abonnierst, bekommst du mit der allerersten E-Mail genau diese Antworten als Lückentext zugeschickt, die du nur noch mit deinen Infos ergänzen musst. Den Link zum Newsletter findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.